Die Neonazis versuchen sich zunächst in Schadensbegrenzung und über Lautsprecherdurchsage wird die Veranstaltung aufgelöst, um der weiteren Verantwortung möglicher Entwicklungen zu entgehen. Die Teilnehmer wittern nun scheinbar die Chance, ihren Aggressionen freien Lauf lassen zu können, was die Polizei aber zu verhindern weiß. Von zahlreichen Einsatzkräften und 4 Wasserwerfern der Polizei sind die Neonazis wenig später eingekesselt und werden noch einige Zeit in diesem Kessel ausharren müssen. Nicht nur der einsetzende Regen trübt die Stimmung, auch die nun für jeden zu erwartende Personalienkontrolle und Durchsuchung verbreitet Unmut. Als einer der ersten werden hier der Hallenser NPD-Stadtrat Erik Schulze und JN-Aktivist Thorsten G. von der Polizei durchsucht.
Alle weiteren anwesenden Neonazis werden diese Maßnahme in den kommenden Stunden auch noch über sich ergehen lassen müssen. Dabei werden Personalausweise wie auch die Kameraden mit und ohne Vermummung abgefilmt und dokumentiert, damit Videomaterial von den Ausschreitungen mit jedem Einzelnen verglichen werden kann. Im Nachhinein berichtet die Polizei, dass sie 1349 Identitätsfeststellungen durchgeführt habe und mit der Staatsanwaltschaft nun prüfe, wie viele Ermittlungsverfahren gegen Neonazis eingeleitet werden. Mehrere Polizeibeamte sind an diesem Tag durch rechte Teilnehmer verletzt worden. So musste ein Beamter umgehend an der Hand operiert werden und der Leipziger Polizeipräsident erlitt eine Verletzung am Ohr, als eine vermutlich mit Gas gefüllte Flasche neben ihm landete und mit lautem Knall zersprungen sei, berichtet ein Polizeisprecher. Das geforderte Recht auf Zukunft der nationalen Sozialisten offenbarte einmal mehr ideologische wie praktische Gewaltbereitschaft und Rückschritt in die Vergangenheit. An diesem Tag endet die erträumte Revolution für sie erst einmal in der Polizeikontrolle.